Was ist eigentlich das Darknet und welche rechtlichen Konsequenzen hat es, wenn ich mich im Darknet aufhalte? Hallo, mein Name ist Markus Mingers von der Kanzlei Mingers & Kreuzer. Spätestens durch den Amoklauf in München, in dem zutage kam, dass der Täter im Darknet die Todeswaffe gekauft hat, ist das Darknet in aller Munde. Man sagt, dass das Internet, was wir kennen, nur ganz geringfügig ist im Verhältnis zum Darknet. Das muss also um ein Vielfaches größer sein. Man kommt hier nur sehr verschlüsselt in das Darknet rein durch eine Suchmaschine, die Tor sich nennt und die vergleichbar mit Google ist. Das Darknet ist viel langsamer als das Internet, was wir kennen, und häufig vergleichbar mit Shop-Systemen aufgeteilt. Und man kommt hier wohl tatsächlich an sämtliche illegalen Sachen, von Schusswaffen über Drogen bis zu irgendwelchen Mordaufträgen. Ein Anwaltskollege aus Norddeutschland berichtete mir, dass eine Massenmail versandt wurde und zufälligerweise versehentlich eine Sekretärin diese geöffnet hat. Das gesamte Anwaltsbüro mit vielen Anwälten war lahmgelegt und dann kam auch schon die Erpressermail, dass man eben über das Darknet 7 Bitcoins zahlen solle, um die Entschlüsselungsdatei zu bekommen. Das Landeskriminalamt hat natürlich offiziell davon abgeraten, sich darauf einzulassen, sagt aber auch, bis wir dieses Programm entschlüsselt haben, vergehen viele Monate. Das ist natürlich dramatisch für einen Wirtschaftsbetrieb, sodass man dann tatsächlich in das Darknet wohl ging und diese 7 Bitcoins überwies. Tatsächlich kam dann auch das Entschlüsselungsprogramm. So werden dort Geschäfte gemacht. Das ist wohl ein Milliardengeschäft, was dort boomt. Rechtlich ist es so, dass wenn man sich im Darknet aufhält, also dort lediglich surft, das natürlich rechtlich erlaubt ist. Das darf man natürlich. Was man natürlich nicht darf, das ist selbstredend, ist irgendwelche Waffen, die gegen das Waffengesetz verstoßen, zu veräußern und zu kaufen oder irgendwelche anderen Dinge wie Drogen und so weiter. Die Ermittlungsbehörden hinken dem noch hinterher, das muss man deutlich sagen. Und es ist sehr schwierig, hier die Wege nachzuverfolgen. Man versucht dann hier, wenn nicht gerade mit falschen Absendern gehandelt wird, hier die Paketversendungen zu verfolgen. Auch das ist sehr schwierig, aber die Ermittlungsbehörden werden immer besser, die werden aufholen. Und es wird natürlich eindeutig davor gewarnt, lassen Sie die Finger von dem Darknet. Da kann nichts Gutes drüber kommen und es ist zu hoffen, dass die Ermittlungsbehörden so gut werden, dass man dieses Problem möglichst bald in den Griff bekommt. Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, geben Sie uns einen Daumen nach oben. Schauen Sie auch mal auf unsere Internetseite, da haben wir einen hervorragenden Blog, der immer aktuell ist und immer interessante Themen bietet.